Moin und hallo zu einer neuen Folge LS15 auf dem Community Server von Manikus. Und mit dabei sind heute der Hitch, Servus. der André, ist nicht da, Hi, Per. Alfisti, Grüß Gott. Bux, Moin, moin. der Peter Hallo. und der Lukas. Morgen. Und meine Wenigkeit. Wir sind hier mal weiter unterwegs auf dem Server, wie ihr seht. Wir haben uns mal in der Zwischenzeit jetzt das Feld 122 gegönnt. Die anderen sind auch schon fleißig am Arbeiten. Wer arbeitet hier? Niemand. Alle außer André. Das wollte ich hören. Ja, der ist aber AFK. Dann geht der, da kommt der, da geht der. Ach. André, wir haben eben über nächste Ziele gesprochen. Mein nächstes Ziel ist 1900 Strohballen entfernt. 1900? 1900 Strohballen entfernt. Wie viele Liter sind das? Du kannst herkommen. Warte mal einen Moment. Wie, die willst du lagern oder was? Nö. Treffen, meint er. So viel Ballen und die ganzen dann in welcher Form? Mittlerweile dein Ziel ist 1900 Ballen. Oh Gott, das jetzt wären genau 7.600.000 Liter. Da geht's ja noch. Dann ja. 8 Millionen, hätte ich gesagt, du hast einen Knall. Dann sage ich Glückwunsch, wenn du das schaffst zum Stapeln. Ich schaff das. Ja, es hat geklappt, ey. Nur die Frage, ob der Server das mitmacht. Dann wirst du bei mir als Ballenstapler eingesetzt. Das klappt doch, ne? Klappt nicht. Weil ich komme nicht damit zurecht. Ach, klappt nicht. Was für Maschinen geht alles? Ah. Entweder fliegen einmal die Ballen durch die Map oder sie fliegen vom Mann her. Anhänger. Will das mit dem Anhänger haben oder Kontrolle? Ja. Seitdem mache ich keine Ballen mehr. Und Runde sind so ganz gefährlich. Fliegende Ballen kenne ich nicht. Fliegende Peter, der kenne ich. Ah. Ja, oder fliegende Drescher. Nein. Da war ein Grober dran, ja. Mein Trecker mit Grober. Ach. Ob der immer noch fliegt? Ja, ich nehme nicht. Ich kann mir später war, glaub ich, Hörlimann. Hörlimann, möchte ich gehen von bin. Der gute alte Hörli. Ja, oh, der ist aber besser als der Bürger. Das kann man wohl sagen. Kommt drauf an, wie man den vergleicht, in welchen Sachen. Mit Grubber. 3 Meter Grubber dahinter. Ist der Hörlimann besser als irgendein Dorferbürger? Na gut, das kommt aber klar davon, dass du den einfach aus dem 13er übernommen haben. Ne? Du kannst kommen. 83. Oder ich fahr da runter. Links. Ich fahr da runter. Ja. Moreno noch eine Tonne, da bin ich voll. Achtung! Ja, genau, dachte ich mir. Attention, piep, 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 piep. So. Piep, 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 keiner hat dich lieb. Ja, das auch. Boah, hab ich schon getauscht? Push, lag. Standbild. Bindung zum Spiel verloren. Wunderbar. Da sind wir wieder. Mein Internet hat die Flöten gemacht. Oder hat besser gesagt das Gequatsche von denen nicht ausgehalten. Und ja. Tja, wir haben dich gewarnt. Ja, zweimal. Zweimal, einmal, einmal. Einmal hier? Oder ist in meinem Bewusstsein zumindest. Dein Computer hat es wohl direkt mitgekriegt. Ja. An das zweite Mal konnte ich mich nicht erinnern. Er hat der PC ja abbekommen. Ja.
Egal, machen wir halt da weiter, wo wir waren. Chris, ich glaube Fortuna jetzt, oder? Am besten. Oh, tu das. Und ein Gewicht. Dann kann man den. Ja, warte kurz. Dann kann man mit dem Lindner aufziehen. Pausen uns reichen. Ja. Wir hätten auch ein bisschen was verkaufen noch können und ein Bolz oder sonst was holen können, aber egal. 16,9 und 1000. Oder 900 plus. Ach, warum bleibt er jetzt so stehen? Egal. Weil er das kann. Ja, mein Drescher kann das, ich weiß. Ja, der kann alles. Ja. Unser kleines Moped. Ey, der kann nur Kann er auseinanderfallen. Ja. Muss an den Schmieren denken. Stell dir mal vor, du fährst und oben bricht einfach der Motor ab. Blub. Nach der Hektarleistung glaube ich auch, dass der zum Schrotthof geht. Nee. Wie viele Stunden hat euer Drescher denn? Keine Ahnung, 34,3 glaube ich. Ist der nächste, ist der nächste. Aber vielleicht tun sie so einen Drescher, aber ne, machen sie sowieso nicht. Sowas wäre halt für Gold Edition auch recht gewesen. Oh, hier ist einer, der Kontrollfahrt macht. Hitch! Ich brauche noch ein bisschen. Hitch, der kleine Kontrolleur. Der sucht seinen Drescher. Oh. Hat der liebe Russe ihn abgeholt oder wer hat ihn abgeholt? Oder die Rumänen? Der Mitbesitzer. Oh, und der wäre? Ich? Oh. Ich habe meinen Drescher verkauft, habe mich an den beleidigt. Ist immer sehr gefährlich, wenn man zu zweiten Drescher hat. So. Bis jetzt geht's ihm ganz gut. Oh, dann tun wir das, dann tun wir das Feld spritzen. Ich kauf den Brandner. Oder den können wir auch behalten. Du, so wär's nicht. Da haben wir zwei Anhänger. Wenn man keinen anderen Hobby sagt, kann man den behalten. Ja. Weil dann kann ich jetzt auch den noch ein bisschen voll machen. Stimmt. Dann tun wir noch ein bisschen mal Dünger laden. Du tüttelst zum Dingsens, zum Händler. Händler, ja. Wir quatschen sie ein bisschen, vielleicht bekommen wir ja noch ein bisschen Rabatt. Nix Rabatt. Sollten ja meine Zuschauer schon wissen. Die wollen nur Geld sehen. Ohne Rabatt. Ist nicht so wie früher. Ja. Ich glaube, ich muss ins Ausland gehen. Ich glaube, da kriege ich vielleicht noch ein bisschen Rabatt. Die Zeiten sind vorbei. Oh. In Polen bestimmt, da ist ja alles geklaut. Ja. In der Tschechei, ja. Hat man Mais überhaupt gesagt? Guten Tag. Genau. Der sagt guten Tag. Der sagt, dass er reif ist. Du kannst mich mal. Nee, das hat er nicht gesagt. Ach so. Was hat er denn gesagt? Ich möchte geerntet werden, aber nicht von Peter? Genau. Nee, Mais kann er auch gar nicht ernten, glaube ich. Doch. Kann er? Mhm.